So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ich bin immer noch dabei, Aufträge auszuführen, weil ich mich ja selbstständig machen will. Und für den Multiplayer und habe ein neues Profil angefangen. Dann suchen wir uns mal einen Auftrag aus. Wenn er uns was vorschlägt. Okay, von Milano nach Verona. Okay, fahren wir den mit dem Renault Magnum. Ja, ich schaue mich lieber erstmal um, weil ich so gern die Ausfahrten von den Lagerhallen verpasse und irgendwie falsch rausfahre. Wäre nicht das erste Mal so. Lichtfahrer sind sichtbarer, heißt's. So, ich habe ein wenig an der Lenkempfindlichkeit rumgebastelt. Ich hoffe, dass die jetzt passt. Ich habe zwar nicht den alten Profil kontrolliert, wie ich sie da hatte. Zumindest habe ich sie sensibler eingestellt und das Force Feedback habe ich ausgeschaltet. Weil das nervt mich jedes Mal, wenn ich da über eine weiße Linie drüber fahre. Wenn es da zittert, rumpelt und... Was hast du für ein Problem? Na, wenn du nicht fährst, fahr schon ich, kein Problem. Chef, du bleibst mit deinem weißen PKW weg von mir. Ich habe keine Lust, einen Unfall zu verursachen und dann noch länger warten müssen, bis ich mir meinen ersten eigenen LKW leisten kann. Okay, wieso hat denn der jetzt den gleichen LKW wie ich? Und jetzt mal begegne ich einen Iveco-Trailer. Vollbeladenen Trailer mit Ivecos. Naja, komm. Ich bin dann mal so frech und reisen vor dir rüber. Du Arsch! Naja, ich wollte so frech sein und vor ihm reinreißen, aber nö. Die KI ist eingebildet und benimmt sich wie ein italienischer Arsch. Und ist stur und lässt mich nicht rein. Fällt nur, dass sie noch den Mittelfinger rausstreckt und die Zunge zeigt. Du Arsch, ich war schon eingereiht. Altstation 750 Meter. Wieso Station? Von welcher Station sprechen wir hier? So, ich fahre mal beim Telepass raus. Mann! Das war knapp. Ich sag's ja, wenn du ein wenig zu schnell hinkommst, dann bretterst du voll rein. Und mir ist es eben mal passiert, dass ich hintereinander einen LKW hergefahren bin und schwupp, Stange runter und ich auf der Stange rauf. Was ich aber beim Spiel nicht verstehe, wenn im wirklichen Leben einer auf die Stange rauffährt, ich kenne jemand,
dem so was passiert ist mit dem Transporter, dann ist die Stange weg und du fährst rein und fährst weiter. Die halten dich nicht so auf, weil die verursacht dir hier im Spiel 12% Schaden. So, du hast mich vorhin nicht reingelassen. Und ich lasse dich jetzt nicht. Was macht der Arsch? Habt ihr das gesehen? Na, so ein bescheuerter Hund. Mann. Und ich war schon an ihm vorbeigezogen. Ich hab nur gehupt, um ihm zurechtzuweisen. Und dann reist er nach links und fährt mir rein. Und ich bekomme dann noch eine Strafe. Kacke. Okay, ich muss runter vom Gas, weil sonst bekomme ich wieder einen Abzug. Und das wäre nicht ideal, wenn wir genug Geld zusammenraffen wollen für unseren ersten eigenständigen LKW. Ich denke mal, nach dem Auftrag können wir uns von der Bank einen Kredit aufnehmen und unseren ersten LKW kaufen. Zwar werden wir anfangs nicht den teuersten auswählen können, aber am Anfang ist es auf jeden Fall. Und dann können wir direkt einen Truckers MP starten. Schon wieder zu schnell. Verringern wir mal die Geschwindigkeit, sonst wird's mit unserem LKW wieder nichts. Nebenbei muss man auch noch sagen, dass die wenn man 80 fahren kann, okay, vorhin habe ich mal gesprochen wegen der Polizei, das ist jetzt, sind die Karabiniere, jetzt fehlt nur noch, deutsche Sprache, schwere Sprache, jetzt fehlt uns nur noch die Finanzpolizei. Ich habe jetzt einen Faden verloren, ich wollte euch darauf aufmerksam machen, was wollte ich euch sagen? Ah ja, nebenbei muss man bedenken, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung zwar bei 80 ist, aber es ist immer eine Toleranz. Das heißt, die Polizei stellt nicht eine Geschwindigkeitskontrolle auf bei 80, sie lässt immer so ein paar km/h drüber, so 85. Wäre auch interessant, wenn sie das im Spiel berücksichtigen würden. So, und wir verlassen die Autobahn wieder einmal bei Verona Süd.
Und natürlich nehme ich wieder mal einen Telepass. Ja, es hat nicht viel gefehlt. Und ich bin nicht so schnell durch die Malstation gefahren. Vermut mal wieder im gleichen Lager, wo wir ja vorhin waren. Zumindest bin ich vorhin hier nach rechts gefahren und musste hier ausweichen, dass ich nicht auf der Laterne raufknall. Und hier am Ende der Straße rechts rein und das Lager hieß. Anders. Vorhin bin ich ne, irgendwo anders rein. Schaut nur ähnlich aus. Okay, hier ist alles frei. Und hier bei der Pro Speed fahren wir wieder rein und lassen unseren Auflieger hier, kassieren jede Menge Kohle, schön wär's. Und dann schauen wir mal nach, ob mit Bankkredit und so weiter. Ich glaube aber trotzdem, dass das der Abladeplatz von vorhin war, weil da waren auch die Kabel dran. So, absatteln, danke. Gefahrene Strecke 172 Kilometer, dauert 2 Stunden 28 Minuten. 3.165 Euro haben wir erspielt. Okay, Fernfahrt, jawohl. Anwenden. E-Mail. Spezialtransporte. Hallo Chef, ich habe da etwas für Sie. Dank unserer Verbindungen sind wir jetzt in der glücklichen Lage, richtige Herausforderungen geboten zu bekommen. Einige spezielle, ziemlich große und schwere Frachten erfordern den Transport durch einen, der sein Fach wirklich versteht. So etwas ist kein Spaziergang und verlangt nach gewissen Fertigkeiten, aber auch eine besondere Sorgfalt, Geduld und die Zusammenarbeit mit Begleitfahrzeugen sind gefragt. Dass das erhöhte Risiko üppig vergütet wird, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Bei Interesse schauen Sie einfach mal in diesen Städten vorbei. Okay, gut zu wissen. Danke für die Info. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt erspielt 14.000. Plus die 100.000, 114.000 Euro würden wir bekommen. Schauen wir mal kurz beim Händler vorbei. Online kaufen. Schauen wir mal kurz nach. Okay, den könnten wir uns leisten. Den auch noch. Scania R. Streamline. Ja, eine Streamline könnten wir uns kaufen. Wollt ihr den kaufen? Ja, ja. Möchtest du den LKW-Händler wirklich verlassen? Ja, natürlich verlasse ich den LKW-Händler. Dann gehe ich mal auf die Bank. Möchtest du deinen Antrag bestätigen? Ja, natürlich. Jetzt haben wir 114.000 Euro auf dem LKW.
auf den LKW. 114.000 Euro haben wir auf dem Konto. Damit können wir uns einen LKW kaufen. Den? Oder den? 360 PS. Ja, das Einzige, was sich ändert, ist die Farbe. Und oben der Dach. Kühlergrill. Das ist ein schöner. Ich finde fast den roten schöner. Obwohl ich nehme den grünen kaufen. Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKW bei uns und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, natürlich. Schenkt ihr mir einen, dann seht ihr mich jeden Tag. Ziemlich gut aus. Zwar ist grün nicht meine Lieblingsfarbe, aber für den ersten LKW und für die ersten eigenen Aufträge unserer Spedition reicht's ja. So Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's mal für die heute. Ihr habt die Aufträge gesehen, wie ich mir das Geld erspielt habe, um uns den ersten LKW zu kaufen, und den ersten LKW haben wir uns natürlich auch gekauft. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, das erste Mal im Multiplayer-Modus. Also, bleibt dabei, lasst einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, abonniert mich und folgt mir. Also, bis dann. Tschüss und danke.